TV überregional für Sie unterwegs. Gehen Sie einfach raus, sprechen Sie mit den Leuten, machen Sie ihnen klar, es geht um die Themen, machen Sie ihnen klar, Baden-Württemberg ist ein wunderbares Land. Baden-Württemberg ist auch von der jetzigen Landesregierung nicht zugrunde gerichtet worden. Aber Baden-Württemberg ist von der Landesregierung weit unter Wert regiert worden. Und wenn sich das noch 5 oder 10 oder 15 Jahre fortsetzt, dann werden wir halt auch in Deutschland Mittelmaß sein. Und diese Weichenstellung jetzt am 13. März, wenn Sie meine Bitte, kämpfen Sie für Karl Klein, kämpfen Sie für die Union. Ich wünsche der Veranstaltung heute Abend einen guten Verlauf. Ja, ein Hallo zunächst von meiner Seite. Wir haben heute Abend hier in Horrenberg eine schöne Veranstaltung gehabt mit Günter Oettinger. Er hat die Problematik, die wir hier in Deutschland haben, sehr klar aufgezeigt und hat auch gezeigt, wie Lösungsansätze und Lösungen kommen können. Die Wahl, die jetzt im März kommen wird, die Landtagswahl, ist sicherlich hier auch eine richtige und eine wichtige Entscheidung. Wir denken, dass die CDU als bürgerliche Mitte hier ganz besonderer Unterstützung bedarf. Die Bundeswehr, das sehen leider nicht so gut aus, aber ich denke, dass wir zusammen mit anderen bürgerlichen Parteien in unserem Land eine gute Wahl treffen werden zur Landtagswahl und wünsche, dass wir weiterhin vorne mit dabei sind als Land Baden-Württemberg. Das ist ja ganz wichtig, denn wenn wir regierungsunfähig werden oder wenn hier keine klaren Mehrheiten mehr da sind, habe ich schon Bedenken, wie unser Land weiter regiert werden könne. Ich hoffe, dass wir bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis insgesamt erzielen. Dass wir in den letzten 5 Jahren mit einer grün-roten Landesregierung, speziell in unserem Wahlkreis, nicht viel weiter gekommen sind. Ich möchte nur an die Verkehrsinfrastruktur erinnern. Ich möchte nur sagen, die L723, B39, die Verkehrssituation zwischen Waldorf und Rauenberg. Hier war zu unserer Seite noch vorgesehen, dass wir 2017 diese Straße, dringend notwendige Straße, ausbauen. SAP, muss man wissen, ist bereit, dort am Waldorfer oder im Standort Waldorf weiter auszubauen, weitere Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze zu schaffen in einer Größenordnung von ca. 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie sehen, dass Heidelberger Druck ihre Zentrale von Heidelberg nach Wiesloch-Waldorf verlegt. Deshalb auch von dieser Situation her keine spürbare Entlastung für die Infrastruktur eintreten wird. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass diese Maßnahme kommt und ausgebaut wird. Und Grün-Rot hat keinen Federstrich in der Planung, geschweige denn Geld im Landesverkehrsplan für diese Baumaßnahme bereitgestellt. Am 27.02., also nächste Woche Samstag, hinzuweisen am Sommerhof. Da geht es um das Thema Landwirtschaft, auch Karl Klein wird wieder anwesend sein. Und unter anderem kommt Paul Lochner, das ist der Vorsitzende Arbeitskreis ländlicher Raum im Verbraucherschutz. Also auch da nochmal die Einladung, dass Sie da zahlreich erscheinen. Syrien, die kurdischen Regionen und der Frozen Konflikt in der Ukraine. Jetzt mal ich mal Worst Case. Wenn der Putin nie wieder auf die Idee kommt, dass er mit grünen Männchen den Krieg entfacht im Donbassgebiet. Schon jetzt sind 1 Million Ukrainer in Polen als Flüchtlinge. Wenn der Krieg kommt, laufen 5 Millionen Ukrainer los. Und der Weg von Kiew oder Donetsk im Vergleich zu Aleppo ist nach Deutschland ein kurzer Weg. Aufhalten wird die niemand. Oder Palästina. Die Palästinenser haben Jahrzehnte auf eine Unabhängigkeit ihres Staates in Nachbarschaft zu Israel gehofft. Da wurden immer von beiden Seiten Fehler gemacht. Da gab es Terroristen bei den Palästinensern. Da hat Netanyahu, und wir haben eine besondere Verantwortung für Israel, die bleibt,
mit seiner Siedlungspolitik und hohen Zäunen und keiner Chance für Palästina, den jungen Palästinensern ihre Vision zu einer Illusion gemacht. Ein unabhängiger eigener Staat. Die glauben nicht nur, dass wir dort Familie gründen, Existenz aufbauen können. Also wollen sie gehen. Sie sind die Hugenotten der Gegenwart. Und dass sie in Dienheim, im Rhein-Neckar-Kreis, in der Region Kurpfalz oder hier im Gebiet zwischen Heilbronn, Eppingen und Karlsruhe geboren und aufgewachsen sind, im Kraichgau, ist doch nicht von ihnen so entschieden worden. Und auch nicht von ihren Eltern primär. Das ist ein Gottesgeschenk. Sie könnten auch Palästinenser sein, Eritreer sein, Iraker sein, Syrer sein. Versetzen wir uns einmal einfach in deren Situation. Umgekehrt muss klar sein, nochmal 1,1 Millionen Flüchtlinge, wie sie im letzten Jahr in Deutschland registriert worden sind, ein paar doppelt, ein paar gar nicht, überfordert die Verwaltungskraft von Landratsämtern, Gemeinden für die Unterbringung, für die Integration, überfordert auch das herausragend lobenswerte Ehrenamt von Caritas, Diakonie, Roten Kreuz, THW, Kirchen und vielen anderen. Und erhöht die Bereitschaft, dort das Kreuz zu machen, wo es eigentlich überhaupt nicht sinnvoll ist. Wenn man jetzt nur ein bisschen unter 1,1 Millionen kommt, das könnte ja eine Strategie sein. Ich glaube es nicht. Wenn nicht Maßnahmen, wenn nicht ein europäisches Konzept beschlossen wird und greift, werden es in diesem Jahr mehr als 1,1 Millionen sein. Aber auch weitere 0,9 Millionen, es wären weniger. Dies ist die Zahl von 1,1 auf 2 Millionen steigt. Und wenn nochmal 900.000 Betten braucht. Und von denen, die gekommen sind, werden in den ersten 2-3 Jahren maximal 15% im Arbeitsmarkt integrierbar sein. Ein paar hochbegabte Ärzte und Techniker kommen. Die Mehrzahl hat nicht die Ausbildung, die man in unserem Arbeitsmarkt, unserer Wirtschaft braucht. Da wird manches Prinzip Hoffnung und manches geschönt. Ja. Ich freue mich sehr, dass heute Abend der EU-Kommissar Günther Oettinger hier in Dielheim im Ortsteil Horrenberg zu Gast war. Ich freue mich auch, dass so viele interessierte Bürgerinnen und Bürger gekommen sind und einen sehr interessanten Vortrag von Günther Oettinger gehört haben. Insbesondere ist er derzeit auch auf die große Flüchtlingsbewegung eingegangen, hat die Gründe dafür aufgezeigt. Aber auch aufgezeigt, wie man nur gemeinsam in Europa dieser großen Aufgabe gerecht werden kann. Wir in Baden-Württemberg wollen dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich in unserem Land nach wie vor sicher fühlen. Dies ist unser Hauptanliegen mit der entsprechenden Entwicklung, wie wir es derzeit in unserem Land erleben. Unsere Forderung ist, dass wir die Polizeireviere stärken, dass wir die Polizeikräfte im Land Baden-Württemberg um 1.500 Stellen aufrüsten wollen, um im öffentlichen Bereich mehr Präsenz zu zeigen, aber vor allen Dingen auch Prävention zu leisten für die Kriminalitätsentwicklung der letzten 2 Jahre, die wir in Baden-Württemberg haben und so in dieser Art und Weise noch nie in Baden-Württemberg erlebt haben. Wir wollen
dass die Bürgerinnen und Bürger sich in unserem Land sicher fühlen. Da werden wir nach allen Möglichkeiten suchen, um dies auch in der Zukunft zu gewährleisten. Aber dafür ist es wichtig, dass Sie uns das Vertrauen schenken, dass Sie auch bei der kommenden Landtagswahl die CDU wählen. Denn nur mit einer starken CDU in Baden-Württemberg, mit einer Regierungsverantwortung, können wir dies auch umsetzen, wie wir es in den letzten 5 Jahrzehnten in Baden-Württemberg auch schon erfolgreich gezeigt und bewiesen haben. Alles Dielheimer Produkte, das möchte ich unterstreichen. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für diesen tollen Vortrag, vor allen Dingen auch für die Erläuterung der Situation derzeit weltweit und insbesondere auch was Europa betrifft. Und ich hoffe, dass es zu Herzen gegangen ist, die Menschen ja ihren Kopf einschalten, am 13. März dann doch eine gute Wahl zu treffen. Und in Baden-Württemberg war es so, wenn Sie Ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle gemacht haben, meistens bei der CDU, dann war das bewährt in Baden-Württemberg und hat unser Land wirklich erfolgreich gemacht. Auch dank deiner tollen Arbeit auch in Baden-Württemberg. Herzlichen Dank und das möchten wir hier sagen. Ja, 40%. Fast die absolute Mehrheit. Auf Wiedersehen. Schönen Abend. Danke. Also, ich denke, jede Kommune ist abhängig von Geldern, auch vom Land. Und es müssen einfach gute Beziehungen zwischen den Kommunen und auch dem Land sein. Das pflanzt sich von unten nach oben auf. Wir hier, die Kommunen, lösen die Probleme des Alltages. Wir sind ja jetzt auch gefordert, Flüchtlinge unterzubringen. Wir integrieren die Flüchtlinge und die notwendigen Gelder benötigen wir vom Land, benötigen wir auch vom Bund. Und nur ein gemeinsames Miteinander hilft uns hier, diese Probleme zu lösen. Ich bin da zuversichtlich, dass das weiterhin auch so laufen wird. Aber wir müssen auch sehen, dass die Infrastruktur insgesamt stimmen muss. Und da gehört einfach dazu, dass wir eine solide Regierung haben, die uns da dabei auch unterstützt. Ich sag's mal so, wir hier in der Region sind von Karl Klein überzeugt. Er hat schon als Bürgermeister 20 Jahre eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht, ist jetzt seit 5 Jahren im Landtag und hat die Erwartungen erfüllt, um nicht zu sagen auch übertroffen. Er setzt sich ein für die Kommunen, er setzt sich ein für unser Land. Herr Weiß, vielen herzlichen Dank für das Interview. Gerne. Ich kenne Karl Klein seit vielen Jahren. Er war Bürgermeister, er war mein Landtagskollege. Und er tritt nochmal an und ist der richtige Mann für diesen Wahlkreis. Er ist in Stuttgart anerkannt und beliebt. Er kennt den Wahlkreis, ist fleißig, kennt die Gemeinden, die Anliegen der Bürger, kennt die Wirtschaft, kennt den Sport. Und deswegen ist mein Rat, wählen Sie Karl Klein, damit der Wahlkreis in Baden-Württemberg gut vertreten bleibt. Vielen herzlichen Dank. Gerne. TV überregional für Sie unterwegs.